105 Milliarden. 105 Milliarden Euro verlieren deutsche Firmen jedes Jahr durch schlechte Führungskräfte. Mitarbeiter fühlen sich überlastet, kündigen innerlich und liefern schlechte Performance ab. Das ist die Folge von schlechter Führung. Und in Projektsituationen werden diese Effekte noch potenziert. Wenn Mitarbeiter vor komplexen Aufgaben stehen, wenn sie nicht mal einen Ansprechpartner haben, sondern ein Dutzend, und wer schon mal auf dem Weg zu einem Management-Meeting war, bei dem man den roten Status vorstellen durfte, weiß, wie sich Lämmer auf dem Weg zur Schlachtbank fühlen. Anfang der 10er Jahre gab es eine ganz große Revolution im Projektmanagement. Agiles Projektmanagement wurde ausgerufen. Scrum, Lean, Kanban, das waren so Buzzwords, nach denen sich jeder die Finger geleckt hat. Jeder wollte agile sein. Das hat alles Abhilfe versprochen für schlechtes Management. Regeln in diesen Projektmanagement-Methoden sollten Führungsdefizite ausgleichen. Die Realität heute aber, nach 7 Jahren, wo die Methoden mittlerweile auch fast flächendeckend in Unternehmen angekommen sind, sieht aber anders aus. Tatsächlich scheitern heute genauso viele Projekte, die agil durchgeführt werden, wie Projekte, die nach einem klassischen Vorgehen durchgeführt werden. Untersuchungen haben ergeben, dass es nicht die Methode ist, nach der ein Projekt scheitert. Gerade mal 20% aller gescheiterten Projekte geben an, dass sie eine falsche Methode verwendet haben. Kommunikation ist der Hauptgrund, warum Projekte scheitern. Und ich möchte euch heute nicht den 100. Vortrag darüber liefern, wie man Scrum einführen kann oder was ein Daily Stand-up bedeutet, sondern ich möchte euch heute 3 einfache Prinzipien an die Hand geben, die ihr auch raus mit in eure Firmen, auf eure Projekte nehmen könnt, um dort bessere Ergebnisse zu erreichen. 3 Prinzipien. Nummer 1, vereinfacht Kommunikation. Absoluter No-Brainer, sagt er jetzt. Und natürlich, ich habe es schon angesprochen, Daily Stand-Ups, wir holen alle mal aus dem Team früh für 15 Minuten zusammen und die sollen alle mal sagen, was sie machen. Ja, und dann fassen wir uns an den Händen und haben uns alle lieb. Das ist ein alter Hut. Kommunikation läuft aber auf so vielen anderen Ebenen ab. Auf so vielen anderen Ebenen, wo sie vereinfacht werden muss. Wir sind vor kurzem bei einem großen deutschen Online-Händler auf ein Projekt gekommen, um IT-Systeme zu integrieren. Da ging es darum, beziehungsweise wir haben beim Kunden angefragt, hey, kannst du uns mal die Infos schicken, was beim System XY los ist. Der hat das gemacht und die Art und Weise, wie diese Informationen aufbereitet waren, waren E-Mail-Verteiler. Ein E-Mail-Verteiler, auf dem die neueste E-Mail an dem Tag, am Morgen angekommen ist und bei dem die älteste E-Mail 9 Monate zurückgeht. Auf diesem E-Mail-Verteiler waren Sender, Empfänger und im CC 28 Personen. 30 Leute waren auf diesem 9 Monate alten E-Mail-Verteiler. Ich habe abends im Hotel 1,5 Stunden zugebracht, diesen Verteiler durchzulesen, um rauszubekommen, um was es eigentlich geht. Was ist die Situation, was ist das Problem und was wurde schon alles gemacht. 1,5 Stunden, ich alleine. Wenn das 30 Leute machen, sind das 45 Stunden. Eine ganze Woche Arbeitszeit geht für E-Mails lesen drauf. Wohlgemerkt für Lesen, denn dann hat noch keiner von den 30 Leuten eine E-Mail geschrieben. Die Lösung, die wir gemacht haben, ist, wir haben diesen Verteiler genommen und wir haben sie nach einer Formel aufgedröselt. PSN, Problem, Solution, Next Step. Was ist das Problem? Was ist die Situation? Was hat die für Implikationen im Moment? Wie können Lösungen aussehen? 1, 2, 3. Und was sind die nächsten Schritte, um die umzusetzen? Wieder der absolute No-Brainer, absolut trivial, denkt man sich vielleicht. Aber so ist es nicht. Aus den 30 Leuten, die drauf waren, haben wir die 3 rausgefiltert, die tatsächlich für eine Entscheidung relevant sind, haben die in ein Meeting genommen und danach war das Ding mit Präsentation erstellen, Meeting abhalten, innerhalb von 4 Stunden gegessen. 4 Stunden versus 9 Monate.
4 Stunden Arbeit statt 45 Stunden E-Mails schreiben. Das Einzige, was es gebraucht hat, war jemand, der die Initiative ergriffen hat, Informationen zu verdichten und alle relevanten Entscheider ins Boot zu holen. Kommunikation kann einfach sein. Und da komme ich schon zum nächsten Prinzip. Die eine Person, die es gebraucht hat, diese Verantwortlichkeit, ist oftmals nicht klar definiert. Mein persönliches Worst Practice an der Stelle war der Wasserstein-Online-Shop. Wir haben uns für die Umsetzung dieses Shops eine Agentur ins Haus geholt, die das machen sollte. Und ich hatte mal in einer Umfrage gelesen, warum Projekte scheitern. Grund Top 4 oder Top 5 Grund ist, der Projektleiter ist nicht bekannt. Und ich dachte mir so, was sind das für Projekte? Und dann bin ich bei dieser Agentur und wie das Projekt angefangen hat, ich habe mit den Geschäftsführern geredet, ich habe mit jedem einzelnen Designer geredet und ich habe mit jedem einzelnen Entwickler geredet. Und jedem musste ich das, was ich haben wollte, aufs Neue erklären. Es gab keinen zentralen Ansprechpartner, der irgendwie diese Informationen mal gesammelt hätte, ein einheitliches Bild gehabt hätte und das dann halt auch mal an seine Leute verteilt hätte. Alles ging kreuz und quer. Das hat dazu geführt, dass der Shop am Ende mega verbuggt war, dass er doppelt so teuer war wie ursprünglich gedacht und dass er mehr als doppelt so lang gebraucht hat, bis er fertig war. Absoluter Pain in the ass. Das Problem aber bei Verantwortlichkeit ist, dass ich auch erstmal überhaupt Aufgaben brauche, die ich Leuten zuweisen kann. Und da komme ich zu meinem dritten Prinzip, Transparenz schaffen. Transparenz darüber, was überhaupt losgeht. Da wieder ein Beispiel. Ich war 1,5 Jahre für einen internationalen Konsumgüterhersteller unterwegs, war beauftragt, die IT-Strategie für die zu implementieren. Und die hatten ein großes Problem in der IT, extrem hohe Auslastungsraten bei den Mitarbeitern, 130-140%. Und das waren nicht die Spitzenwerte, das war der Mittelwert. Jeder Mitarbeiter hat im Schnitt pro Tag also 3 Überstunden gemacht. Echt heftig. Das führt natürlich dazu, dass diese Leute megamäßig verbrannt werden. Keiner kann mehr kreative Ideen einbringen und die IT wird zum absoluten Bottleneck. Und natürlich ist auch jeder unzufrieden mit der IT, wenn die Projekte dann halt schlecht werden, wenn die Leute halt ständig von einem Projekt aufs andere gehen. Ja, alle Projekte waren irgendwo rot und der Servicegedanke, den die IT eigentlich hatte, ist nicht mehr zum Tragen gekommen. Was wir gemacht haben, ist Transparenz schaffen. Die haben die Leute mal gefragt, was macht ihr eigentlich? Und dann haben die uns eine Liste gegeben. Und trotz dieser Liste, was macht ihr gerade? Das ist nicht die Wahrheit. Wir sind einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, schreibt mal eine Woche lang alles auf, was ihr macht. Jede einzelne Aufgabe, jedes einzelne Projekt, schreibt es einfach mal runter, eine Woche lang. Und dann hatten wir eine Liste, die auf einmal doppelt so lang war. Und mit der sind wir halt in die IT-Führungsriege gegangen, zum CIO und zu seiner Führungstruppe. Und die sind vom Stuhl gefallen, weil die gesehen haben, wir haben so einen Berg von Arbeit, wir haben so wenig Leute und von diesem Berg von Arbeit kennen wir die Hälfte gar nicht. Da sind Projekte gelaufen, für die es nie eine Freigabe gegeben hat. Kraut und Rüben an allen Ecken und Enden. Und dadurch, mit diesem ersten Schritt, Transparenz schaffen, konnten wir dann im Folgenden über die nächsten 2 Monate hinweg diese Auslastungsraten um 30% senken. Die Mitarbeiter haben zwar immer noch Überstunden gemacht, aber es war definitiv nicht mehr so krass wie vorher. 3 einfache Prinzipien. Einfache Kommunikation fördern. Verantwortlichkeiten festlegen und Transparenz schaffen. Das sind Schlüsselfaktoren für einen Projekterfolg. Dafür brauche ich keine Zertifizierung. Dafür muss ich kein PMP sein und dafür 5.000 Euro auf den Tisch legen. Dafür muss ich kein Scrum Master sein und mir irgendein Projektmanagement-Handbuch mit 500 Seiten reinballern. Das sind einfache Prinzipien, die jeder für sich mitnehmen kann. Und das ist das, was wir mit der Punk Academy uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir wollen mit unserem Programm, The Hustle Program, sexy Produkte in der Hälfte der Zeit launchen. Und um euch auch so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, Transparenz bei euch im Projekt zu schaffen,
findet ihr unter thehustleprogram.com/12min Tools von uns, die euch Transparenz auf dem Projekt bescheren. Einmal unseren Product Canvas, mit dem ihr euch eine Übersicht darüber schafft, was gerade auf eurem Projekt los ist, und die Value Chain, die es euch ermöglicht, auch das Umfeld eures Projekts auseinanderzunehmen. Und gerade wenn ihr auf komplexen Projekten unterwegs seid, wo viele Abteilungen involviert sind, wo es wirklich strubbelig wird, ist das Ding Gold wert. Ich danke euch und bin jetzt gespannt auf eure Fragen.